abgewogen? Ja, Na, ist egal. Daniel, was hast du eigentlich letztes Rennen gemacht? Strafen gesammelt? Ein paar, Ich? ja, hat er. So Drei 50 oder Sekunden vier oder so Rennen. hattest du? Kann das sein? Ja. Nice. Wie viel da bist du Naja. geworden? Ach, du standest auf Ich? Pole wieder, ja. Okay, ja, ich Ja, weil ich ja für die. Ich bin weiß. für die schnell, ich bin für die schnellste Runde gegangen. Ich wäre sonst Zwölfter gewesen. Okay. Naja, dann viel Glück, ne? Daniel, hau rein, Spiel wir sind im auch Ziel und bring Siebter, Punkte nach Hause. Bring Punkte nach Hause. Und du auch, ja. Marvin, also. Ja. Wir Wenn beide holen Punkte. es sicher. Die letzte Runde war halt echt geil, ey. Holy shit, das müsste. Also aus der neutralen Perspektive war das das Geilste, was hätte passieren können, weißt du? Man wusste, ihr hattet ja jeweils. Oh! Also, ich hatte. Es regnet. Oh nö. Nice. Okay, ich muss mal in den Stream schauen. Marvin, wie soll ich das mit dem Setup machen? Mehr Flügel? Na, viel Glück, ciao. Ciao. Mehr Ich muss mir, Flügel? ich muss erstmal mein Setup finden. Ich habe Hobbyplayer-Setup genommen. Weil mir das besser gefallen hat. Dann sag mir doch, was für Wings du fährst. Ich fahr 2,6 im Moment. Das werde ich auch so lassen. Okay. Was sollte man noch wegen Regen umstellen? Das war die Radaufhängung, glaube ich, ne? Ja. Auf was hast Die du. Das Spurhöhe war. allgemein. Spur war bei. Genau hier. Welche Spur? Hintere oder vordere? Beide. Auf? Oder wie viel Klicks? Mehr als die Hälfte. Okay. Gut. Habe ich auch. Gut. Bodenfreiheit oder so? Was muss Hoch. man da? Ich habe 5, 6 jetzt eingestellt. Gut. Jo, lass ich auch so. So. Oh Awkward. Mann, was ist das denn? Auf Intermedien und dann auf Trocken. Ja. Dry am Ende. Warte mal. Das Haben die wird mich richtig lustig. eingesetzt? Ja, ich bin Elfter. Oh Mann, ich hätte die perfekte Posi gehabt. Für. Let's go. Wer ist denn hinter mir? Lickert und Maya Neko. Zenkuri, Matrix, WW. Wer startet von ganz hinten? Jack. Warum? Jack. Warum starten Fips und. Ach, Fips und Hobbyplayer sind vor mir angekommen. Da war ja was. Warte mal. Ja. Hobbyplayer ist noch Dritter geworden und Fips Vierter. LOL. Genau. Ja, wegen den Strafen. Oh mein Gott. Deswegen, du hast sie abgeräumt und sind trotzdem noch Podium. Ja, Jack hat das bekommen, was er wollte. Warte mal. Muss noch kurz was machen. Oh, Jack? suspension geometry, right, right, left, left. No, no, the suspension. Jack, I'm It's suspension. expecting a Yeah. thank you. A thank you very much. For absolutely demolishing the other two. Jack. Yeah. A thank you would be appreciated for absolutely ripping Fips and Hobby Player out of the way. You did? Yeah, Hobby Player got an illegal overtake, so he slowed down. I really must thank you. Fips slowed down as well, and I didn't see it in time and ran into the back of Fips, who then spun Hobby Player. Wow. Thank you, my dude. Thank you. I wasn't Good job. expecting when I Good started job, last group. lap. I tried to go for it. If I don't go for that gap, then I can quit racing. Exactly. That's not what Lickert says. Oh man. Have a good Good one. stuff. Yeah. You too, man. Good Good luck. luck. Good luck. Good luck. Ich hab mal gesagt, dass du auch bereit bist, ne? Ja, bin ich auch. Gut. Go. Ich starte von ganz vorne und es ist regnet. Du hast sogar noch mit der Prediction recht. Dass du gesagt hast, ja, es wird einmal regnen. So. Oh Gott. Das ist ja mal so wet. Mein vorderer linker Reifen hat 35 Grad. Lickert hat mich gerade überholt. Das macht er gerne, der will eine schnelle Outlap fahren. 38 Wie Grad. sollen wir das jetzt mit Rouge machen? Wenn du Balls hast, fährst du sie voll. Crash. Moin. Also meine mein vorderer linker Reifen hat 44. Oh Gott! Ha
Oh Gott! Das war Antoine! Was war das denn jetzt? Das war ein Repeat von Formel 2. Ich bin sogar noch zur Seite gerade gefahren. Holy shit. Welchen Channel ist Flashfist? Joshua heißt er. Bei Nova. Ah, der. Ah, okay. Er fand es nicht so schlimm. Sagt er dir. Ja. Wahrscheinlich hat er was ganz anderes gesagt. So, mein vorderer linker Reifen hat jetzt sich jetzt um 35 Grad auf 67 Grad erwärmt. Sehr gut. Meine Reifen sind auch noch kalt. Oh Mann. Wie soll ich denn Rouge fahren? Jetzt. Im Trocknen war das schon kacke. Und jetzt auch noch im Nassen. Ich würde liften in den ersten Runden. Ja, ich lifte natürlich, aber... Das ist einfach nur ekelhaft. Ich meine, ich verliere vorne die Kontrolle einfach. Also meine Vorderachse verliert Grip. So wie Magnussen damals. Ich habe erstmal keine Ahnung, wo die Bremspunkte sind. Jetzt. Puh, Maja Neko auf P3. Nova startet vor mir. Matrix P5. Noah startet vor mir. Wenn der desynkt, bin ich am Arsch. Oh Gott. Okay, good luck. Good luck. Das ist einfach jetzt nur noch ein richtiges Fun-Rennen, glaube ich. Wer hier durchkommt, das ist einfach nur Luck. Wenn man gut fahren kann, so. Gott. Es ist keiner gecrashed. I got squeezed. Oh Gott. Virtuelle Safety Car. Virtuelle Safety Car. Holy! Sofort verringern und positives Delta halten. Die Leute können ihr Auto nicht unter Kontrolle halten. Elias, es ist virtual. Mann, jetzt muss ich den wieder vorher nicht lassen. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. MVR ist, hat sich gedreht, ist halb tot. Ich schaue aus seiner Perspektive zu. Warte mal, du bist tot? Ja, wegen mir war das Virtual Safety Car. Ich hatte Wing Damage und dann links in die Wand. Around the outside. Oh, WW hat sich fast gedreht. JD Lines war jetzt auch so. Ich bin... Was? Wegen Virtual Safety Car. Ich habe eine 5 Sekunden Strafe bekommen. Ja, ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Die wird mir das gleich weggenommen. Die kannst du wegnehmen. Auf jeden Fall. Ist ja kein volles. Gut. Hat Dings eine bekommen? Außerdem habe ich die nicht mehr verursacht. Hat Elias eine bekommen? Nö. Was? Aber egal. Die
die wird ja auf jeden Fall weggenommen. Wer ist denn da weil, vorne? Lickert, Matrix, Maya, Neko und WW. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen. Also alle, die du schlagen kannst. Innerhalb von 2,5 Sekunden. Go. Ist wieder grün. Elias greift an. Nee, er ist zu weit hinten. Ja. Elias ist fast abgeflogen. Wer ist da abgeflogen? Oh, Fips! Fips ist tot. Look it. Geht in Urush vorbei. Ich bin gerade Urush vorgefahren. Sehr gut. Okay. Luke ist echt ein kranker Fahrer, muss ich mal gerade so sagen. Also krank gut. Einfach mal Elias in Urush überholt. Oh, er bleibt drin, das könnte gefährlich werden. Ja, Luke hat sich gedreht. Zu aggressiv. Für die nächste Saison muss er lernen, auf jeden Fall zu gucken, wann er überholt und wann nicht. Oh, jetzt ist deine Chance, jetzt deine Chance. Sehr gut. Perfekt. Hält WW noch Elias auf? Ja, Elias ist weiter weg noch. Also sind alle. Ich sag Bescheid. Maya Neko ist jetzt 2,5 Sekunden voraus. Matrix ist erster, oder? Nein. Aber zweiter. Zweiter. Lickert ist P1. Angriff von Elias. Geht er rein? Nein, geht er nicht. Beide fahren geradeaus. Vorbei. Elias ist vorbei. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Ich liebe Orange im Regen. Das ist absolute Lieblingskurve. Man braucht so einen leichten Lift. Okay. Wo ist Sören? P7. 4 Sekunden hinter dir. Der letzte im Train. MVR ist in Urush gestorben.
sieht gut aus. Du kannst Überholen aktivieren. Oh, du bist dran. Let's go. Keep pushing. Okay, das war krank. WW hat gerade Hobbyplayer an die Wand gedrückt. Naja, Nico müsste fällig sein, wenn ich die Kurve jetzt gut erwische. Boah. Ich hab's gut. Ich lieb die Kurve, ja. Du hast fast das Auto verloren. Das ist jedes Mal so. Guck meinen Overspeed an. Jetzt rechts rein. Anbremsen. Pink Sektor 1. Ja, sie ist zurück. Du hast Freifahrt. Sehr gut. Reife Leistung. Und Elias liegt 3 Sekunden jetzt hinter dir. Hobby Player kommt nicht an WW vorbei. Der Abstand zum Vordermann beträgt 1,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Intermediates. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,0,5. Du hast einen Vorteil von 1,2 Sekunden pro Runde. Let's go. Schaffst das. Nächste schnellste Runde. Sehr schön. Die gehen in die Box? Nee, Hobbyplayer hat sich gedreht. P10 mit Frontflügelschaden. Also nur noch Elias hinter dir. Und Elias kommt auch nicht vorbei. Also freie Fahrt. Keiner von hinten. Wir müssen da vorbei. Setze Überholen ein. Überholen. Update. 2,8 Sekunden nach hinten. Und deutlich weniger nach vorne. Ich sehe wieder einen Move nach Rouge. Overtake Button activated. Push now. Oh, jetzt kriegst du ihn, glaube ich. Dirty Guck, das Air. War ein bisschen, das Dirty war ein Air. Zu das war Dirty Air. Fuck. Dirty Air. Schade, egal. Du hast noch 4 Runden. Alles gut.
Und die beiden drehen sich vielleicht auch gleich, also die sind beide selbst voll am Fighten. Es könnte passieren wie Baku 2017, meine ich, mit Verstappen und Ricardo, könnte auch passieren, wenn die weiter so fahren. Ich schau kurz nach Strafen. Ne, keine Strafen. Beide sind richtig am struggeln, also die ganze Zeit durchdrehende Räder und so. Ich werde wieder am Ende der Geraden wieder an ihm dran kleben. Das ist gut. Er versucht jetzt vielleicht Lickert zu bekommen. Oh, pass auf, er bremst sehr spät. Lickert, viel zu spät gebremst. Angriff jetzt von Matrix. Sie gehen side by side. Ich hab Augen. Wenn du denkst, dass du es vorbei schaffst, schalte ah, ist auch spannend. Wenn ich gerade nicht sehr viel sehe. So spannend. Ich sag's nur. Ja, sie kämpfen. Das heißt, du hast eine Chance. Das ist eine Chance. Matrix muss vom Gas. Er ist vom Gas gegangen. Three wide! Matrix geht vorbei. Jetzt! Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Oh! Ist Lickert noch außen? Nein. Ja. Doch! Wo ist der? Wo kam der denn jetzt her? Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. My bad. Ich hab sie nicht mehr gesehen. Boah. Lickert ist noch außen, immer noch. Er ist immer noch, er bleibt. Er geht wieder rein, pass auf. Er dreht sich. Und Elias fährt in ihn rein! Okay, alles klar. Ich hab ihm Platz gelassen. Ja, er ist in dich reingefahren, also in deinen Hinterreifen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Da ist es. Let's go, jetzt nur noch Matrix. 1,7 Sekunden. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Did you just see that, oh Rouge? Ja, yeah, wunderbar. Yeah. Perfect. Oh, da liegt einer in der Rouge. Lickert in Rouge abgeflogen. 6 Zehntel im ersten Sektor. BW ist auch tot. Auch Rouge gestorben. Es sterben alle in Rouge. Oh, Lickert! Lickert stirbt auch! Auf der langen Geraden. Auch gestorben. Auch alles auf Kamera. Unglaublich, es sind nur noch 9 Fahrer im Feld. Elias hat die schnellste Runde, was? Der ist hinter dir. Aber auch er hat Frontwing Damage. Deswegen nur noch 5 Sekunden. Matrix hat gerade einen Fehler gemacht. Und Matrix bremst sehr früh. Warte, ich guck mal. Er hat keinen Frontwing Damage.
muss aufpassen, ich hab Giga Overspeed. Jetzt. Let's go. Er geht nach links. Did you see? Oh, er geht nach rechts. Oh, Rouge! Boah. Sehr gut. Wir haben weitere 5, vielleicht 10 Minuten Regen vor uns. Sehr gut. Maja, Neko überholt gerade Elias. Fast. Wie weit ist der Abstand zu denen? 9 Sekunden. Ich setze jetzt gerade ein Statement auf meinen 50% alten Intas. Okay. Du hast auch schon eine Sekunde Abstand zu Matrix. Also. Keine Risiken eingehen jetzt in der letzten Runde, bitte. Du weißt, dass ich die Rouge so nehmen muss, wie ich sie nehmen muss. Ich habe zu viel Spaß damit. Ist noch einer in Rouge gestorben? Den Kuri. 1:48.0. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Achtung! Ja. Ich konnte nicht anders. Ich wusste. Perfekt. Ich wusste Gas geben. Kommt der Over. Oh mein Gott. Maja, Neko überholt gerade Elias. Weil Elias Wing Damage hat, vergiss es nicht. Oder? Sie sind side by side. Bremsen jetzt. Oh. Ja, Maja, Neko ist vorbei. P3. Oder? Ne, Elias sticht noch mal rein. Boah, das ist. Elias ist wieder vorbei. Aber weil Neko bremst später. Elias hat die bessere Traction. Oh, ja, Maja Neko ist vorbei. Oh, jetzt kommt der Switchback. Elias ist wieder drauf vorne. Ja, was ein Duell. You might be surprised as to what is about to happen. Sag mir nicht, das ist eine Strafe. Nein. Okay, meinst du halt von der Rundenzeit oder wie? Genau! Ich hab grad schon gedacht. Das ist eine 3-Second Time Penalty. Und da fährt er. Startziel. Let's go. Nochmal schön alles rauspushen. 1:57? Hä? Achso, stimmt, du hast ja noch die 5 Sekunden Zeitstrafe. Ja. Die wird ja aber abgezogen. So. Matrix? Wenn VSC einem hinten reinfährt, wird es doch abgezogen, oder? Ich hab nichts verstanden. Okay. Ich hab auch gar nichts verstanden gehört. Mir ist einer unterm VSC hinten drauf gefahren, deswegen hab ich eine 5 Sekunden Strafe bekommen. Ja, also ich sag mal so, mein also Rennen du warst es, Elias, oder? Stimmt, du bist. Elias, du hast mich beim ersten VSC berührt, ich habe deswegen eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Wo habe ich dich berührt? Das kann, Digga. Beim VSC mit WW, wo wir in der letzten Kurve da waren. Nee, da hast du mich nicht berührt und ich habe deswegen eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. da war doch kein VSC. Doch, das zeige ich dir. Ich habe ich schwöre dir, bei mir war kein.